Hallo, Cesht und Vitam hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal von Treffpunkt Stettin. Ja, das leidige Thema Corona. Ja, Corona. Wer kann diesen Ausdruck von euch noch hören? Ich nicht. So, Frage. Tragt ihr Masken? Warum tragt ihr Masken? Oder warum tragt ihr keine Masken? Ich zum Beispiel bin ein potenzieller Maskenverweigerer. Ich trage keine Masken. Warum ich keine Masken trage, seht ihr dann alles gleich nach meinem Intro und auch noch viel mehr. Also bleibt dran. Willkommen zurück. Und zwar da vorne. Eingeblendet, ein paar kleine Bilderchen. Ja, und das sollte euch mal ein bisschen zu denken übergeben. Und zwar, ich muss mal wieder hier rüber schauen, damit ich dir immer so ungefähr weiß, was ich jetzt noch erzählen möchte. Ich habe Maurice Jannich, er ist ein Kindercoach-Pädagoge. Ja, habe ich auf Facebook so ein paar Videos gesehen, die wirklich sehr interessant sind, betreffend Maskenpflicht für Kinder. Da vorne auch, seht ihr? Maske tragen, Kinder, schädlich. So, jetzt auf einmal ist es Zwang geworden. Es ist ein Zwang. Kinder, die in der Schule oder im Bus oder in der Bahn keine Maske tragen, ja, können rausgeschmissen werden. Ja. Wo ist das? Wo führt das hin? Wo endet Deutschland? Deutschland ist am Ende. Ja. Okay, andersrum, wir hier in Polen haben keinen Maskenzwang. Wir sind zwar jetzt beziehungsweise ab dem 10. Oktober werden wir auf Stufe Gelb hochgefahren. Das heißt, wir sollten auch in der Öffentlichkeit Maske tragen. So, wir sollten. Es steht nirgendwo im Gesetz, dass wir müssen. Und alles das, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ja, also ich werde in Polen keine Maske tragen. Ja, ich war auch Februar, also Ende Februar bis Juni in Hamburg, wo diese sogenannte erste tödliche Corona-Welle war, wo ja so viele Tote waren. Nicht bestätigt irgendwie durch Rechtsmediziner, dass diese Toten alle durch Corona bzw. Covid-19 ist das ja gestorben sind. Nein. RKI und WHO, ja, die haben alle geschrien, Corona ist ein tödlicher Virus. Ja, betrifft aber nur Ältere mit Vorerkrankungen. Aus Ältere mit Vorerkrankungen wurde dann nur noch Ältere. Dann hieß das, mittleren Alter, Kinder werden nicht davon befallen. So. Dann waren es Jugendliche. Und dann waren es Kinder. Dann waren es sogar ungeborene Kinder im Mutterleib. Die hatten Corona. So, eine Langzeitstudie hat ja gesagt, ja, dass Corona schwerwiegende Nacherkrankungen hat. Ja, aber was rede ich hier eigentlich? Ich möchte jetzt den Maurice zu Wort kommen lassen mit den Interviews von Schulkindern. Ja. Unten ist in der Beschreibung nochmal verlinkt, ab welcher Minute welches Video beginnt. Bitte, meine, bitte, Freunde, guckt euch bitte das Video komplett an. Und dann möchte ich, ja, dass ihr mal in euch geht. In euch und den Kopf anstrengt. Überlegt einmal. Jetzt kommt der Winter. Was passiert im Winter? Hatschi! Ich habe eine Grippe. Raucherhusten. Ich habe mich verschluckt. Und dann? Was ist das Ergebnis? Der hat Corona. Der hat Corona. Ihr habt Corona. Er hat einmal laut gehustet. Er hat Corona. Er hat einen Schnupfen. Wintergrippe kommt. Er hat Corona. Ja. Kinder werden vom LKW angefahren, überfahren,
Ältere Menschen sterben, Herzversagen, Schlaganfall, Suizid. Was macht die Regierung? Nein, nein, nein. Kein Herzinfarkt. Ist nicht vom Auto überfahren worden. Hat keinen Schlaganfall gehabt und ist dadurch gestorben. Nein. Wir machen mal eine Strichliste und sagen, das sind alles Corona-Tote. Ja. Was ist eigentlich mit Muttis Fachkräften? Von denen hört man ja auch nichts mehr. Gut, heute mal in den Nachrichten, ja, dass da ein 17-Jähriger praktisch in U-Haft sitzt. Ja, wegen mehrfacher Vergewaltigung und dass er dabei gefilmt hat. Aber das ist ja nebensächlich. Das ist ein kleiner Artikel, ja, in der Presse. Wird überhaupt nicht groß drüber geredet. Ist ja unwichtig. Das große C ist wichtig. Ja? Also, ich habe keine Lust mehr, mich jetzt mit Corona hier auseinanderzusetzen. Deswegen schaut euch bitte die Videos an. Kommentiert unten eure Meinung. Was sagt ihr dazu? Entschuldigt bitte, Licht kommt durchs Zimmer rein, knallt hinten auf die weiße Wand. Ja, ich hoffe, ihr könnt trotzdem einigermaßen gut sehen. Also schaut euch die Videos an und morgen das nächste. Entschuldigt bitte, Freunde, das ist Corona. Also, morgen gibt es das nächste, beziehungsweise morgen gibt es das erste Gewinnvideo. Ja, für die Führung hier im Stettin über die schönsten Weihnachtsmärkte. Ja. Also, bleibt gesund. Schaut euch die Bilder an, beziehungsweise die Videos an, und hört es euch an. Ja? Und überlegt. Überlegt mal genau. Bis dann, bis morgen, auf Wiedersehen, tschüss und Dojina. Es folgt eine Eilmeldung. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung für eine wichtige Durchsage. Das sogenannte SARS-CoV-2-Virus wurde immer noch nicht gefunden. Seit im Dezember 2019 ein neues Coronavirus behauptet wurde, glaubt die ganze Welt an diesen angeblichen Erreger. Er wird als hochinfektiös und unfassbar gefährlich beschrieben, als ein regelrechtes Killer-Virus also. Es soll ursächlich die neue Krankheit Covid-19 auslösen, der eine Vielzahl von Symptomen untergeschoben wird und bei der bereits kurzfristig Langzeitschäden beobachtet werden. Wie man so kurzfristig Langzeitfolgen feststellen kann? Keine Ahnung, da muss man schon mal um zwei Ecken denken. Vielleicht können die Forscher ja in die Zukunft blicken? Wie auch immer, mehr und mehr Hinterfrager suchen nun immer nachdrücklicher nach diesem Virus. Im Gegensatz zu den folgsamen und gefügigen Bürgern, die anstandslos und ohne zu fragen die verordneten Maßnahmen der Regierung vorbildlich umsetzen, haben diese unbequemen Menschen leider erkannt, dass das sogenannte Virus nur auf einer Behauptung beruht und dass auch die führenden Corona-Forscher diesen angeblichen Erreger bisher noch nicht ausfindig machen konnten. Diese haben sogar auf Nachfrage der Kritiker auch noch bestätigt, dass sie kein reines Virusisolat haben, was aber die wissenschaftliche Grundlage für den Beweis eines infektiösen Erregers darstellt. Leider wird die Gruppe dieser reflektierten und selbstdenkenden Menschen immer größer und ihre Forderung nach wissenschaftlichen Beweisen immer lauter. Das ist jedoch gefährlich für den Ruf, das Ansehen und den freien Handlungsspielraum, der Narrenfreiheit sozusagen, der Entscheider und deren wissenschaftlichen Berater. Denn sollte sich herausstellen, dass es das sogenannte Virus gar nicht gibt, hätten die Regierungen sowie die Institutionen und beratenden Wissenschaftler ein massives Problem. Wissenschaftlich, gesellschaftlich, beruflich, wirtschaftlich, ethisch, moralisch, persönlich – ein Problem auf der ganzen Linie eben. Damit diese Fässer erst gar nicht aufgemacht werden und der vermutlich größte Wissenschaftsbetrug aller Zeiten weiterhin erfolgreich vertuscht werden kann, benötigen wir Ihre Hilfe. Wir brauchen dringend einen Virennachweis, um die immer größer werdende Masse der klugen Köpfe in der Bevölkerung mit Beweisen ruhigzustellen, was sich als sehr schwierig herausgestellt hat. Denn sie lassen sich nicht mit photogeshoppten Bildern täuschen. Auch lesen und verstehen die selbstdenkenden Menschen wissenschaftliche Studien, was es uns zusätzlich erschwert, ihnen haltlose Annahmen als Beweise zu verkaufen.
Wir bemühen uns unermüdlich, neue Fakten zu behaupten, doch alleine schaffen wir es offensichtlich nicht, die eigenverantwortlichen Menschen überzeugend zu täuschen. Daher bauen wir nun auf Ihre Unterstützung. Laut Umfragen befürwortet der Großteil der Menschen in diesem Land die Entscheidungen und das Vorgehen der Regierung. Daher wenden wir uns an diese Menschen. Alle, die die Regierungsmaßnahmen kritisch hinterfragen, mögen spätestens an dieser Stelle bitte abschalten, denn für sie ist unser Aufruf nicht geeignet. Sie würden unserem gewünschten Ergebnis nur im Wege stehen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, vielen Dank erst einmal, dass Sie unseren Anweisungen bisher so gehorsam und treu gefolgt sind. Und selbstverständlich danken wir Ihnen für Ihre Bereitschaft, Ihre Mitbürger zu denunzieren und als gute Blockwarts zu fungieren, ganz freiwillig und ohne eine finanzielle Zuwendung. Vielen Dank auch an alle Ladenbesitzer, die widerstandslos unsere willkürlich getroffenen Vorgaben bereitwillig bei ihren Kunden durchsetzen. Ohne Sie alle hätten wir es nie so weit geschafft. Ohne Sie hätten wir niemals in so kurzer Zeit so viele Millionen Menschen zu fremdgesteuerten Marionetten machen können. Damit wir auch weiterhin alle aus unserer Sicht wichtigen Entscheidungen für Sie treffen können, brauchen wir erneut Ihre Hilfe. Bitte helfen Sie uns, dieses Virus oder besser gesagt etwas, das wir als Virus präsentieren können, zu finden und dingfest zu machen. Fragen Sie den Arzt Ihres Vertrauens. Ach was, fragen Sie einfach jeden Mediziner, den Sie treffen, und jeden anderen hörigen Bürger nach einer Idee, was wir als wissenschaftlichen Beweis für dieses Virus definieren könnten. Fordern Sie sie dazu auf, ebenso wie Sie, intensiv danach zu suchen. Was auch immer Sie finden, bitte denken Sie daran, dass es extrem ansteckend und gefährlich ist. Seien Sie daher bitte achtsam im Umgang damit, wenn Sie tatsächlich glauben, etwas Virusähnliches gefunden zu haben. Halten Sie dann bitte mindestens 1,50 Meter Abstand zu Ihrem Fund und stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Schutzkleidung tragen. Sollten Sie dahingehend noch Material benötigen, dann fragen Sie bei Ihrer ortsansässigen Gemeindeverwaltung, dem Ordnungs- oder Gesundheitsamt nach. Haben Sie etwas möglicherweise Brauchbares gefunden, informieren Sie am besten direkt Ihr örtliches Gesundheitsamt. Sollten Sie selbst nichts entdecken, aber vielleicht andere Hinweise auf den Verbleib des sogenannten Virus oder etwas ähnlich Fiktives haben, dann melden Sie diese Informationen bitte so schnell wie möglich an das Robert-Koch-Institut oder an Herrn Professor Christian Drosten von der Charité in Berlin. Sollten Sie Fragen zu Gesundheitsrisiken haben, dann wenden Sie sich am besten an den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er kann Ihnen als Bankkaufmann sicher auf alle Fragen fundiert antworten. Dass er in Gesundheitsfragen ein totaler Laie ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Was er sagt, sollten Sie niemals hinterfragen. Tun Sie es einfach. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung bei der Suche nach diesem angeblichen fiesen Erreger und für Ihre Mitwirkung beim Schutz der regierenden Politiker und beratenden Wissenschaftler. Damit unterstützen Sie unsere Propaganda hervorragend und tragen maßgeblich dazu bei, dass die Verantwortlichen nicht zur Verantwortung gezogen werden. Dank Ihres Einsatzes können diese Menschen auch weiterhin ungehindert ihr Unwesen treiben und eventuell schon über den nächsten Wissenschaftsbetrug nachdenken. Selbstverständlich halten wir Sie weiterhin auf diesem Kanal auf dem Laufenden und informieren Sie regelmäßig über die neuesten Entwicklungen und geplanten Verschwörungen. Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich suche nämlich weitere Eltern, deren Kinder Lust hätten, ein Interview mit mir zu führen, in schriftlicher Form oder Audio. Das Ganze selbstverständlich absolut anonym. Und solltet ihr das Video hier sehen und fühlt euch angesprochen, dann meldet euch doch gern bei mir auf Facebook, Instagram, YouTube, Telegram oder nutzt das Kontaktformular auf meiner Website www.mauricejanich.de und dort findet ihr auch eine Telefonnummer. Ihr könnt mich auch einfach direkt anrufen. Teilt diesen Aufruf hier bitte unbedingt mit anderen Menschen. Ich freue mich, ich danke euch für eure Mithilfe und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Mein Name ist Maurice Janich, ich bin Pädagoge und Visualisierungstherapeut,
arbeite mit Kindern und habe es mir in der Corona-Zeit zur Aufgabe gemacht, Kindern eine Stimme zu geben, Interviews mit Kindern zu führen zum Thema Maske tragen in der Schule. Und heute habe ich die 13-jährige Nelly bei mir. Herzlich willkommen, liebe Nelly. Hallo. Nelly, wir starten einfach gleich mit der ersten Frage. Erzähl mir doch mal, wann du in der Schule die Maske tragen musst. Also im Unterricht bei manchen Lehrern, auf dem Schulhof und im Gebäude. Mhm. Im Unterricht bei manchen Lehrern. Ja, also da muss man die tragen, wenn man aufsteht und nach vorne geht oder rumläuft. Aber sonst dürfen wir die abnehmen. Okay, am Platz dürft ihr die Maske also abnehmen. Okay, sehr schön. Sag mal, welche Gedanken und welche Gefühle entstehen denn in dir, wenn du die Maske trägst? Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Also ich muss keine Maske tragen. Du musst keine Maske tragen. Du bist von der Maskenpflicht befreit. Okay. Hast du denn zu Beginn eine Maske getragen? Nein. Noch gar nicht. Okay. Hast du es mal ausprobiert, eine Maske aufzusetzen? Ja. Okay. Vielleicht kannst du davon ganz kurz berichten. Wie gingst du damit? Welche Gedanken, welche Gefühle? Also, ich habe mich halt darunter nicht so wohl gefühlt und es war irgendwie so, als würde ich nicht sprechen dürfen. Also, und ich habe halt nicht so Luft bekommen. Okay, als wenn du nicht sprechen dürftest. Mhm. Wie geht's dir denn mit der Befreiung? Was sagen denn vielleicht deine Mitschüler dazu oder deine Lehrer, dass du keine Maske trägst? Also, ich habe jetzt die Schule gewechselt und die Lehrer sind damit einverstanden. Auf der anderen Schule wurde das nicht so einverstanden. Da haben die Lehrer sich dagegen gewehrt mittlerweile. Und meine Schüler finden das gut. Und ja. Mhm. Gibt es auch Schüler, die das nicht gut finden oder finden das wirklich alle gut? Also alle finden das gut, also dass man das nicht tragen muss. Und es gibt einen, der sagt immer aus Spaß, wo ist deine Maske? Aber dann sage ich immer, ich habe eine Befreiung. Dann sagt er auch so. Mhm, okay. Und gibt es in deiner Klasse weitere Kinder, die von der Maskenpflicht mittlerweile befreit sind oder bist du wirklich die Einzige? Ja, meine beste Freundin und ein anderer Junge. Mhm, sehr schön, okay. Nelly, erzähl mir mal, wie geht's dir denn damit, wenn du andere Menschen mit der Maske siehst? Welche Gedanken und welche Gefühle tauchen denn da in dir auf? Also, das ist einfach anders. Also, man fühlt sich so, wenn man die nicht anhat, so Außenseiter. Also, als wäre man ein Außenseiter, weil alle haben so ein Ding vor deinem Gesicht und man will dann mit denen nicht reden oder so. Mhm. Du fühlst dich wie ein Außenseiter. Und du willst nicht mit denen reden. Kannst du mir sagen, warum? Was ist der Grund dafür? Also schon jetzt mit meinen Freunden, die auch tragen müssen. Aber so, wenn man im Laden ist oder so, dann sieht man halt die ganzen Menschen und man fühlt sich halt, wie gesagt, nicht wohl. Und dann will man auch schnell wieder aus dem Laden raus. Ja, ich möchte nochmal mit dir da ein bisschen genauer drauf eingehen. Was kannst du das beschreiben, dieses Unwohlsein? Welches Gefühl steckt dahinter? Oder was sind die Gedanken dazu, dass du sie nicht ansprichst oder nicht mit ihnen sprechen willst, schnell wieder den Laden verlässt? Also da gibt es schon Vorfälle, zum Beispiel man wurde angesprochen, so blöd, wo ist deine Maske? Und die hatten die selber nicht auf und so. Und dann fühlt man sich halt doof, weil, ja. Okay, und deswegen sprichst du niemanden an und machst einfach straight dein Ding und verlässt das Geschäft dann wieder, ohne was zu sagen. Mhm. Okay. Woher bekommst du denn deine Informationen bezüglich Corona? Also, ich habe eine App, Telegram, da gibt es eine Gruppe mit Schüler stehen auf und da bin ich halt reingegangen, weil meine Mutter hat auch Eltern stehen auf und dann habe ich mich dafür interessiert und meine Mutter hat sich das Buch bestellt vom Bhakti und das wollte ich halt auch noch lesen. Wow. Das bedeutet, du recherchierst selbst und hinterfragst auch viele Dinge, oder? Ja, und ich rede auch mit meiner Mutter auch darüber. Okay, sehr schön. Also ihr führt dann wirklich Diskussionen darüber.
Ja. Guckst du auch Fernsehen? Nein. Okay. Wie ist denn das aktuell? Würdest du lieber zu Hause bleiben, wenn du die Möglichkeit hast, oder ist es für dich okay, in die Schule zu gehen, so wie es jetzt gerade ist? Also auf meiner neuen Schule finde ich es besser. Also da möchte ich auch in die Schule gehen. Aber auf meiner alten Schule habe ich mich nicht getraut, in die Schule zu gehen. Also da sind halt viele Sachen passiert. Ah, das ist interessant. Kannst du mir vielleicht ein, zwei Sachen nennen, die da passiert sind? Ja, also ich hatte halt eine Befreiung von Anfang an. Da war auch noch alles okay. Und dann, wo alle wieder in die Schule gehen konnten, da hat auch der Schulleiter eine Durchsage gemacht, dass die ohne Maske, das waren fünf, dann schuld sind, wenn die Eltern und die Großeltern sterben. Und ich durfte unter freiem Himmel, also draußen haben wir ein Spiel gespielt, da durfte ich nicht mitmachen, weil ich den Abstand nicht einhalten könnte, obwohl wir da mit 4 Meter oder so Abstand gehalten haben. Und man wurde, wenn man sich Essen holen wollte, doof angequatscht, ja, morgen kommst du mit Visier zur Schule und so. Ja, man hat sich halt ganz doof gefühlt. Ja, Nelly, das berührt mich gerade sehr und ich habe feuchte Augen, wenn du mir das so erzählst. Kannst du mir noch mal kurz sagen, das kam über die Lautsprecherdurchsagen in der Schule. Ja. Über alle Lautsprecher in der gesamten Schule. Ja, das war in der Woche, glaube ich, zweimal und dann hat er das immer wieder wiederholt, so dass alle uns auch doof angeguckt haben, als wären wir so welche vom anderen Land oder so. Wie fandst du das, dass er das gesagt hat, dass ihr dafür verantwortlich seid, wenn Menschen sterben? So hat er es ja gesagt, oder? Ja, also dass wir halt schuld daran wären, wenn die aus der Familie sterben. Ja, wie fandst du das? Wie hast du dich dabei gefühlt? Unangenehm, weil man ist dann ja, also man fühlt sich so schuldig, aber ja. Was denkst du denn über Corona? Also, ich denke, dass es vielleicht schon die Grippe gibt, aber die Zahlen zum Beispiel, die gesagt werden, ich finde die ein bisschen zu viel. Also, wenn man mal sich so anguckt, welche Zahlen die letztes Jahr bei der Grippe, glaube ich, waren, dann sind das ja mehr. Und ich kenne zumindest keinen, der Corona hat und meine Freunde alle auch nicht. Also, ich finde es halt Quatsch, dass die so übertreiben, weil ja, das ist einfach zu viel. Das geht ja jetzt auch schon mehrere Monate und so. Und man konnte sein Hobby nicht machen und so. Und ich gehe halt gerne Eislaufen und mache auch Eisfreestyle eigentlich. Und jetzt muss man in der Eishalle eine Maske tragen. Und deswegen gehe ich da halt auch nicht hin, weil wir haben da angerufen, haben gefragt, ob wir mit Attest rein können. Dann haben die gesagt, nein, man muss eine Maske tragen. Und das ist halt doof, weil ich kann halt dann nichts machen. So. Okay, das heißt, du wirst beim Eishockey ausgeschlossen, obwohl du einen Attest hast und von der Maskenpflicht befreit bist. An der Stelle, Nelly, möchte ich gern nochmal meine persönliche Meinung reinbringen. Ich finde es großartig, du bist 13 und ich finde es großartig, dass du Zahlen vergleichst, recherchierst und reflektierst. Da hast du vielen, vielen Erwachsenen sehr viel voraus. Das finde ich echt großartig. Liebe Nelly, was wünschst du dir, habe ich hier noch auf meiner Fragenliste stehen. Was wünschst du dir? Also, dass man wieder normal seine Hobbys machen kann, shoppen gehen mit Freunden oder auch vielleicht normal wieder in Urlaub fahren kann und dass das vielleicht alles mal bald aufgedeckt wird, so dass wir alle wieder Spaß haben im Leben und dass vielleicht die anderen Menschen, die jetzt alle so zu Hause sitzen und ja, halt, die daran richtig glauben, dass die vielleicht auch aufgedeckt werden, dass alles wieder vorbei ist und dann auch vielleicht mehr Leute dagegen, sag ich mal, sind. Nelly, gibt es noch irgendetwas, was ich nicht gefragt habe, was dir aber ganz wichtig ist, was du noch mir mitteilen willst oder vielleicht den anderen Menschen, die das Interview nachher hören, mitteilen möchtest? Es werden ja auch so Fake News, sage ich mal, gesagt. Zum Beispiel jetzt Sachen über einen Trump oder so.
Da wurde ja mal gesagt, dass der irgendwie Desinfektionsmittel so Menschen spritzt, sag ich mal. Aber dieses, was der da den Menschen spritzt, das haben wir selber im Kühlschrank stehen und das benutze ich auch, wenn ich Erkältungen habe oder so. Was Das ist das? CDS Plus, glaube ich. Okay. Wie unterscheiden wir denn echte News von Fake News? Oder wie machst du das? Also, Ist manchmal gar nicht so einfach, oder? ja, geht. Also, zum Beispiel, ich habe eine App, die heißt TikTok. Da wird was über Trump gesagt. Ja, zum Beispiel jetzt über Trump. Er ist gegen die Schwarzen und dann guckt man sich so Sachen von ihm selber an, wie der auch redet. Und ich habe auch ganz viele Videos gesehen, wo der auch mit den Schwarzen, sage ich mal, gefeiert hat und so. Also man weiß halt nicht genau am Anfang, was man glauben soll, aber wenn man sich dann die richtigen Seiten anguckt, also denke ich mal, dass Trump jetzt nicht lügt, dann ist man halt schon auf einer anderen Meinung. Das bedeutet, du recherchierst und suchst nach Gegenbeweisen für das, was behauptet wurde, und nimmst das nicht einfach so hin und glaubst es blind, richtig? Ja. Sehr schön, perfekt. Nelly, das ist ein ganz, ganz toller Abschluss für unser Interview, finde ich. Nochmal, ich finde das wirklich großartig, was du machst. Bleib unbedingt so. Ich danke dir von ganzem Herzen für das Interview und dass du dir Zeit dafür genommen hast. Und genau, du hast dir gewünscht, dass bald wieder sozusagen Normalität einkehrt, dass man wieder Spaß und Freude am Leben haben kann. Das wünsche ich mir auch und tue alles dafür, dass das richtig schnell eintreten wird. Ja, liebe Nelly, dann wünsche ich dir alles Gute und bis ganz bald. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Mein Name ist Maurice Janich, ich bin Pädagoge und Visualisierungstherapeut. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen und ich habe es mir in der Corona-Zeit zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben, sie zu interviewen zum Thema Maske tragen in der Schule. Und heute habe ich die 17-jährige Marie bei mir. Herzlich willkommen, liebe Marie. Hallo. Marie, wir starten gleich mal mit der ersten Frage. Erzähl mir doch mal, wann musst du in der Schule die Maske tragen? Also im Moment sieht es so aus, wir müssen sie auf dem Schulhof tragen und wenn wir das Gebäude betreten, in den Gängen und wenn wir dann aber in den Räumen sind, dürfen wir sie absetzen. Und es war aber auch vor einigen Wochen so, dass wir für 2 Wochen die Masken auch im Unterricht tragen mussten. Und genau. Gut, also mittlerweile müsst ihr sie nicht mehr im Unterricht tragen. Das ist ja schon mal eine kleine Verbesserung. Erzähl mir doch mal, welche Gedanken und welche Gefühle in dir auftauchen beim Tragen der Maske. Also ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl, wenn ich so etwas vor dem Gesicht habe und ich finde es auch nicht schön, andere Leute damit zu sehen. Ich würde einfach gerne die Mimik sehen, lächeln mich die Leute jetzt an oder ja, den Gesichtsausdruck würde ich einfach gerne sehen und ich verstehe die Leute auch ziemlich schlecht mit der Maske, wenn sie reden. Ja, das ist nicht schön. Konntest du irgendwelche Symptome bei dir feststellen, seitdem du die Maske trägst? Hat sich irgendwas verändert? Ja, also ich fahre auch, wenn ich zur Schule fahre, immer mit der Bahn 20 Minuten und danach merke ich immer, dass mir so ein bisschen schwindelig ist. Und als wir sie in der Schule tragen mussten, da hatte ich immer 8 oder 10 Stunden Schule und da habe ich dann auch Kopfschmerzen bekommen, konnte mich nicht mehr gut konzentrieren und so weiter. Ja. Ja, du berichtest hier von den gleichen Symptomen, von denen auch ganz, ganz viele andere Kinder und Jugendliche berichten. Kannst du noch mal kurz, wenn du die anderen Menschen mit der Maske siehst, hast du ja schon gesagt, dass dir die Mimik fehlt, kannst du das noch mit einem Gefühl beschreiben? Ich fühle mich ein bisschen beängstigt. Beängstigt, okay, also. Einfach genau, weil ich immer diesen monotonen, langweiligen Gesichtsausdruck sehe. Also ist das Gefühl Angst. Ja. Okay. Marie, erzähl mal, warum trägst du die Maske?
weil man sonst bestraft wird oder nicht mehr zur Schule kann. Mhm. Wurde euch das so gesagt, dass wenn ihr die Maske nicht tragt, dass ihr nicht mehr zur Schule dürft? Das jetzt nicht direkt, aber von anderen. Mitschülern oder? Ja, generell von anderen Schulen. Mhm. Marie, wie fühlst du dich denn, wenn du die Maske wieder absetzen darfst? Das ist ein sehr befreiendes Gefühl. Also ich warte immer darauf, bis ich die Maske immer absetzen darf. Das ist sehr befreiend, dann wieder frische Luft zu bekommen. Ja. Ja. Bist schon in voller Vorfreude, dass du sie wieder abnehmen darfst. Genau. Okay, sehr schön. Würdest du die Maske auch tragen, wenn es nicht vorgeschrieben wäre? Nein. Okay. Woher bekommst du denn deine Informationen bezüglich Corona? Also hauptsächlich von meinen Eltern. Mhm. Wir schauen uns auch viele YouTube-Videos an von Kritikern, die das hinterfragen. Und das sind ja die sogenannten Verschwörungstheoretiker heutzutage. Ne? Genau. Ja. Oder wir lesen uns zusammen Artikel durch, aber Fernsehen oder Nachrichten hören wir jetzt eigentlich nicht. Nee. Mhm. Das finde ich prima. Also ihr diskutiert wirklich mit der Familie gemeinsam darüber und macht euch die Mühe, nehmt euch die Zeit dafür zu recherchieren. Ja. Und das auch zu hinterfragen und vergleicht ihr auch verschiedene Artikel miteinander. Ja, soweit ich weiß schon. Mhm, super. Und hast du vielleicht schon mal den einen oder anderen Bericht im Fernsehen gesehen, in den Nachrichten? Ja, aber nicht wirklich. Okay. Würdest du zurzeit lieber zu Hause bleiben und Homeschooling in Anspruch nehmen oder lieber zur Schule gehen weiterhin? Das ist ein bisschen schwierig, aber an sich lieber zu Hause, weil ich mich hier einfach wohler fühle und die Maske nicht tragen muss. Genau. Mhm. Jetzt konnte man gerade schon raushören, dass deine Eltern Corona und den damit verbundenen Maßnahmen kritisch gegenüberstehen, aber vielleicht willst du noch mal ganz kurz sagen, was denken deine Eltern oder welche Meinung haben deine Eltern zu Corona? Ja, ihnen gefallen diese Maßnahmen auch überhaupt nicht. Also sie sehen den Sinn dahinter nicht. Zum Beispiel mit den Masken, dass sie halt nichts bringen, dass sie uns eher krank machen. Das war auch so, also mir ist aufgefallen, als wir die in der Schule tragen mussten für 2 Wochen, haben mehr Kinder gefehlt. Ich weiß jetzt nicht, ob es an den Masken lag, aber es ist mir nur so aufgefallen. Mhm. Ja. Jetzt möchte ich nochmal kurz nachfragen. Gibt es denn weitere Jugendliche bei dir in der Klasse, die von ähnlichen Sachen berichten wie du, also Kopfschmerzen, Schwindel und so weiter? Ja, also ich habe eine Freundin, mit der kann ich sehr gut darüber reden, weil sie die gleiche Meinung hat. Mhm. Aber mit anderen kann ich da jetzt nicht so wirklich drüber reden, weil ich merke, ja, die können sich nicht damit identifizieren. Okay, also findet das Gespräch zwischen euch Jugendlichen eigentlich nicht so richtig statt? Nee. Okay. Marie, ich habe hier noch eine Frage stehen und die heißt, was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass diese Panikmache aufhört und wir endlich weiter nach vorne sehen können, um das hier zu beenden. Und ja, diese Panikmache finde ich einfach total schlimm, weil mit der Angst kann man Menschen, denke ich, sehr viel beeinflussen. Ja, ich hoffe einfach, dass sich das langsam legt und auch, dass die Kinder nicht mehr so unter Druck gesetzt werden, wie mit, ja, du tötest deine Mitmenschen oder Großeltern, wenn du die Maske nicht trägst. Ja, das finde ich einfach total schlimm. Ja. Marie, das ist sehr intelligent, sehr reflektiert und ich finde das großartig, was du gerade gesagt hast und kann das nur so bestätigen und ich wünsche mir genau das Gleiche.
Gibt es noch irgendetwas, das ich dich nicht gefragt habe, was du vielleicht noch erzählen möchtest? Fällt dir da noch irgendwas ein, was du als wichtig empfindest? Ja, ich würde mal sagen, es ist wichtig, dass mehr Menschen Dinge hinterfragen und selbst nachdenken, weil natürlich ist es bequemer, sich auf die Couch zu setzen, den Fernseher anzumachen. Aber nur dem Mainstream zu folgen, finde ich nicht gut. Man sollte sich auch andere Sachen anschauen, andere Quellen benutzen, um sich seine Meinung zu bilden. Genau. Und ich habe auch noch einen kleinen Spruch gefunden, der heißt, wenn wir nicht tun, wird mit uns getan. Und ich finde, der passt sehr gut. Wenn wir nicht handeln, dann ja, wird mit uns eben alles Mögliche getan und genau. Ich bin immer wieder, also ich arbeite ja seit 10 Jahren mit Kindern und Jugendlichen und ich bin immer wieder davon beeindruckt, wie schlau ihr seid, wie weit ihr seid. Auch 10-Jährige, 15-Jährige, 17-Jährige in eurer Entwicklung, das ist echt großartig. Und das gibt mir jedes Mal wieder Mut, Kraft und Hoffnung, dass wir in Zukunft eine Menge ändern werden. Ja. Liebe Marie, ich danke dir von ganzem Herzen für das großartige Interview. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Ja, sehr gerne. Dann hoffe ich, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen und wünsche dir erstmal alles, alles Liebe und Gute. Danke, gleichfalls. Danke dir.